Richie Weber, 28 Jahre alt, Trikot Nummer 16, Innenverteidiger. Hallo 09-Fans, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe 09TV. Weiter geht's mit den Vorstellungen der Neuzugänge und ich freue mich heute, Richie Weber bei mir begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Richie, erstmal. Grüße. Wir haben schon mit ein paar Jungs gesprochen. Heute machen wir mit dir weiter. Ich habe gerade schon gefragt, als Schalker Junge, kann und darf ich dich, glaube ich, bezeichnen. Ne? Hast viele Jahre für den S04 gespielt. Erzähl mal, wie du angefangen hast mit Fußball. Ja, war bei mir eigentlich ganz untypisch, sag ich mal. Ich habe relativ spät mit 7 erst angefangen. Zuvor natürlich ganz normal, wie jeder kleine Junge auch, auf den Straßen und Bolzplätzen der Städte gespielt. Und damals war es ja noch nicht so extrem hochprofessionell mit den NLZ, sag ich mal. Da hat mein Vater einfach angerufen auf der Geschäftsstelle. Ich habe hier einen talentierten Jungen, kann er mal bei euch mittrainieren? Und der damalige Trainer Marc Dommer hat zum Glück ja gesagt. Und dann habe ich da zweimal mittrainiert und durfte auch bleiben zum Glück und habe von da an dann 14 Jahre für die Knappenschmiede gespielt, von der U8 bis zur U23. Genau, so waren meine ersten Schritte im Fußball, ja. Danach bist du in der Regionalliga nach Siegen gegangen, Sportfreunde Siegen, glaube ich, und danach einige Jahre bei RWE gespielt. Wie war die Zeit in Siegen zunächst mal? Schön, also es war, vergleichbar mit Wattenscheid, ich sag mal, ein Verein, der damals aufgestiegen ist, den keiner so richtig auf dem Zettel hatte, aber wir hatten wirklich zwei super Jahre da, hatten mit Michael Boris einen hervorragenden Trainer und auch eine gute Mannschaft, sind einmal Vierter, einmal Fünfter geworden, meine ich, also haben eine gute Rolle gespielt als Aufsteiger damals und das war für mich auch eine wichtige Erfahrung, weil es erstmal von U23 oder vom Jugendfußball ging in eine Herrenmannschaft und das waren schöne Jahre, an die ich mich gerne zurückerinnere und von daher ist es schon ein bisschen traurig, dass der Verein den Bach herunter ist vielleicht übertrieben, aber jetzt mittlerweile eine Oberliga spielt, weil da der mehr oder weniger die Geldgeber abgespielt sind. Aber war eine schöne Zeit. Danach hat sich zur Hafenstraße dann schlussendlich verschlagen. Drei interessante Jahre, würde ich es mal so ausdrücken. Ja, absolut. Also man hört ja immer diverse Geschichten, dass es da, wer weiß, wie schwer oder schlecht ist zu spielen. Aber ich sehe da absolut die positiven Highlights. Als Viertligaspieler kannst du selten vor 20.000 spielen. Wir hatten da zwei super DFB-Pokalspiele. Haben in Aachen vor ausverkauftem Haus am Tivoli gespielt vor 30.000. Das kriegst du so normalerweise als Viertligaspieler. Ist halt nicht Alltag und von daher waren es drei interessante Jahre mit Höhen und Tiefen. Aber ja, die will ich auf jeden Fall auch nicht missen. Absolut. Danach zurück nach Schalke zu U23. Jetzt bin ich gar nicht richtig informiert. 2 Jahre dort gespielt oder nur das eine Jahr? Nee, waren 2 Jahre tatsächlich. Ja. Also die U23 von Schalke ist ja dann abgestiegen in die Oberliga leider. Und da haben die Verantwortlichen dann eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt und neue Charaktere gesucht. Und ich war dann einer von den drei älteren Spielern der U23 und hatte dann die Möglichkeit, wieder zurück in die Heimat zu wechseln, zum Heimatverein. Und das erste Jahr lief leider nicht so positiv, weil wir den Aufstieg nicht geschafft haben. Zum Glück hat der Verein die U23 behalten und haben es dann ein Jahr danach nachgeholt und geschafft. Obwohl das Jahr für mich persönlich dann nicht so positiv war durch eine lange Verletztenzeit. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier wieder hoffentlich zur alter Stärke zurückfinden kann und bin einfach nur glücklich, dass ich nach meinen aufgezählten Stationen wieder einen Traditionsverein erwischt habe, der auch noch direkt um Ecke ist, sage ich mal, als Gelsenkirchner und bin einfach froh und hab Lust auf die Saison jetzt. Richtig Spaß hat dann sicherlich natürlich auch das Testspiel gegen den S04 hier gemacht vor 8.500 Zuschauern. Vielleicht waren es sogar noch ein paar mehr, weil wir ja auch ein paar Jugendliche kostenlos reingelassen haben sozusagen. Das war schon ein Highlight, oder? Ja, klar. Also ich meine, man hat immer mal wieder als U23-Spieler oder auch damals in der U19 die Möglichkeit, sich oben im Training zu zeigen und mit den, ich sag mal, Jungs dann von den Profis sich zu messen. Und dadurch, dass ich natürlich auch ein Schalker Junge bin, Schalker Fan bin und auch regelmäßig die Heimspiele besuche, war es hier natürlich dann absolutes Highlight, dann auch mal gegen sie zu spielen. Und das war ein tolles Spiel, auch vor allem ein gutes Spiel von uns. Die Kulisse war top. Viele Zuschauer und hat einfach Spaß gemacht.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß auf mehr gemacht. Du sagst, sprichst es schon an, haben wir, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Nicht nur das Ergebnis wegen, das ist ja bei so Testspielen dann auch mal so ein bisschen vielleicht im Hintergrund zu sehen. Aber die Leistung hat da schon, haben wir da angedeutet, was möglich ist bei uns? Ja, schon. Also man muss das natürlich dann immer relativieren. Schalke war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 2 Wochen in der Vorbereitung, wir vielleicht 4, also ein bisschen frischer. Trotzdem muss man erstmal gegen Bundesligisten so ein Ergebnis erzielen. Und ich denke mal, da gerade in dem Spiel hat man die Qualität der Mannschaft auch gesehen, dass es da Potenzial vorhanden ist. Nachher wurde ja auch wild durchgewechselt und ich finde, man hat keinen Leistungsabfall gesehen. Und wir haben eine gute Mischung, das, was die anderen Jungs auch schon erzählt haben, aus Jung und Alt, aus Neu, aber auch 7 Spieler immerhin, die den Verein schon länger kennen und ja, jetzt liegt es an uns, da was Vernünftiges rauszumachen innerhalb der Liga, ja. Ja, leider lief es dann für dich bei dem Testspiel gegen VdV, hast du dich leider dann am Knie verletzt, glücklicherweise dann doch nicht ganz so schlimm, wie möglicherweise der ein oder andere befürchtet hat, aber trotzdem konntest du jetzt dann die ersten beiden Spiele leider nur von außen betrachten. Wie hast du insgesamt die Spiele gesehen und den Saisonstart von uns? Ja, mit dem Spiel in Verl natürlich absolut positiv erstmal. Klar, war ein typisches Auftaktspiel, ein abwartendes Spiel von beiden, mit dem glücklicheren Ende dann auf unserer Seite. Aber haben uns dann auch gerade in dem Spiel erkämpft. Jetzt das Spiel am Wochenende gegen Gladbach, war eine unnötige Niederlage. Haben wir jetzt schon oft drüber oder genug drüber gesprochen, haben es jetzt auch abgehakt, weil wir jetzt uns voll auf Fortuna Köln fokussieren. Aber ja, ich meine, mit 3 Punkten aus 2 Spielen zu starten ist jetzt nicht der schlechteste Start, aber ja, von daher blicke ich auch positiv in die nächsten Spiele. Auf dich nochmal persönlich zu sehen, wie geht's dem Knie? Du bist jetzt wieder ins Training eingestiegen, habe ich gesehen. Können wir also hoffen, dass Richie Weber dann alsbald auch auf dem Platz für die SG 09 spielen kann? Ja, absolut. Also ich hatte heute nochmal das Abschlussgespräch mit dem Doc und ich bin jetzt wieder gesund geschrieben, habe gestern schon Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Heute konnte ich zum Glück komplett mitmachen. Von daher bin ich natürlich erstmal froh, wieder auf dem Platz zu stehen und gesund zu sein. Und ja, das wird auch absolute Priorität bei mir haben. Das Ziel sein, dass ich einfach gesund durch die Saison komme und dann natürlich möglichst der Mannschaft helfen kann mit meiner Erfahrung auch, die ich mittlerweile habe und dann auch möglichst viele Spiele natürlich absolviere. Absolut. Aber jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, mir geht's wieder gut und trotz der 2 Spiele, die ich jetzt verpasst habe, bin ich natürlich jetzt heiß, auch endlich starten zu können. Keine Frage. Apropos ein bisschen erfahrener, wir haben schon relativ viele junge Spieler. Jetzt kennst du das ein Stück weit, das ist der U23 dann ja schon so ein bisschen. Wie siehst du da deine Rolle für dich persönlich? Ist es so, dass du dann schon vorangehen möchtest, auch aufgrund der Erfahrung oder wie ist da die Hierarchie so ein Stück weit? Ja, ich denke mal, wenn man unsere Mannschaft anschaut, dann oder innerhalb der Mannschaft ist, dann erkennt man schon eine relativ flache Hierarchie und natürlich eine gute Mischung aus Jung und Alt, Spielern, die schon, ich sag mal, im guten Fußballalter sind. Ich bin jetzt 28, davon haben wir mehrere, die so zwischen 26, 29, 30 sind, die natürlich dann auch automatisch durch ihre Spiele, die sie gemacht haben in der Liga oder in anderen Ligen auch, wie manche Spieler schon vorzuweisen haben, dass die dann vorangehen sollten und müssen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe von mir, dann gerade den jungen Spielern zu helfen. Und ja klar, von daher sehe ich mich schon in der Position, dass ich dann auch auf dem Platz vorangehe und ja, Verantwortung übernehme. Außerhalb des Platzes haben wir darüber gesprochen, absolvierst du ein Studium gerade. Kannst du darüber irgendwie was sagen? Steht kurz vorm Abschluss, wie du mir gesagt hast. Ja, ist richtig. Also habe ich jetzt berufsbegleitend, sage ich mal, neben dem Fußball ein Fernstudium, ähnlich wie Louis im Bereich Sport Business Management ist das. Ich studiere und Flo wirst du ja auch noch interviewen, die machen denselben Studiengang, also haben relativ viele, die, sag ich mal, angehende Sportmanager sind und richtig, da bin ich jetzt in den Endzügen, schreibe gerade meine Bachelorarbeit, habe jetzt noch 3 Wochen zur Abgabe, von daher bin ich dann auch froh, wenn das vorbei ist, weil das schon eine anstrengende Zeit war, neben dem Fußball momentan wenig Freizeit dadurch habe, aber ja, ich hoffe, dass sich das dann ausgezahlt hat und gelohnt hat, weil es natürlich nicht verkehrt, natürlich was neben dem Fußball zu machen und damit man dann auch einfach was hat, in der Hand hat nach dem Fußball. Genau, das sind so die Dinge, die ich da angegangen bin.
Da drücken wir dir natürlich die Daumen, dass das erfolgreich abgeschlossen wird und du dich dann voll auf die SG09 natürlich nochmal konzentrieren kannst. Lass uns auf S04 nochmal kurz zu sprechen kommen, wenn man da Fan ist, so wie du es ja auch nun mal bist, verständlicherweise. S04, schwierige letzte Saison, würde ich mal sagen. Und scheinbar droht die nächste schwere Saison. Oder wie sieht der S04-Fan Richie Weber das? Ich hoffe natürlich nicht. Also ganz klar ist, dass man jetzt nicht viel erwarten kann, gerade aufgrund der letzten Saison, die einfach ja, schwach war. Ich meine, Schalke war jahrelang dafür bekannt, dass sie um Europa mitspielen. Und das war jetzt in den letzten Jahren, ausgenommen das Jahr da zuvor mit Tedesco, wo man sensationell Zweiter wurde, nicht der Fall leider. Von daher gilt es, glaube ich, da jetzt erstmal drum, sich zu stabilisieren und wieder in ruhigere Gewässer zu kommen. Und ich hoffe, dass dem neuen Trainerteam das gelingt. Als Fan natürlich, dass wir eine ruhigere Saison haben und dann vielleicht ja, mittelfristig wieder um Europa mitspielen können. Das erhoffe ich mir natürlich als Fan, klar. Klar. Ja, für uns geht es weiter am Samstag bei Fortuna Köln im Südstadion. Kurzer Ausblick darauf, mal unabhängig davon, ob es dann für dich schon persönlich möglicherweise reicht für den Kader. Muss ein Stück weit der Trainer natürlich mitentscheiden, völlig klar. Wie siehst du das Spiel bei der Fortuna? Schwer einzuschätzen. Also klar, sind jetzt mit zwei Niederlagen gestartet, ist trotzdem ein Absteiger aus der dritten Liga. Ich habe vorhin auch mal mit Flo gesprochen, der zuletzt dort gespielt hat. Es sind, glaube ich, nur noch drei Spieler, die aus der letzten Saison dort unter Vertrag stehen. Von daher eine komplett neue Mannschaft auch. Ja, was erwartet uns? Also ich glaube, die Mannschaften von Thomas Stratos sind dafür bekannt, dass sie einen gepflegten Ball spielen. Von daher erwarte ich eine spielstarke Mannschaft, die ein Heimspiel hat. Von daher, wie so oft in der Liga, ein 50-50-Spiel. Ich hoffe natürlich mit dem besseren Ausgang für uns. Ähnlich wie in Verl wünschen wir uns natürlich wieder tatkräftige Unterstützung unserer Fans. Und dann hoffen wir natürlich da zu punkten, im besten Fall natürlich dann dreifach. Klar, gutes Stichwort. Ich habe es schon bei den anderen Videoaufzeichnungen gesagt. Wir hoffen, wie Richie es gesagt hat, auf wieder die großartige Unterstützung wie schon in Verl. Und dann wird es, glaube ich, hoffentlich mit den nächsten drei Punkten wieder klappen. Ich danke dir jedenfalls für die Zeit. Gute Besserung weiterhin, beziehungsweise schön, dass du wieder dabei bist und dass wir gemeinsam wichtige Erfolge für die SG09 feiern können und dass wir die nötigen Ziele, die wir uns gesteckt haben, auch erreichen können. Nochmal danke dir. Danke auch. Alles Gute. Bis dahin. Und wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dann.